Joho Leute, und es geht wieder weiter mit Cave Story. Wir sind immer noch hier in dem Shop, ich habe vergessen wie der heißt, Labyrinth Shop glaube ich, genau. Und ja, es gibt einen Ausgang aus diesem Labyrinth, aber der Weg dorthin ist blockiert. Er ist von einem riesigen Felsen blockiert. Und den Felsen zu bewegen wäre nur der Anfang von deinen Trials, also wie nenne ich das jetzt? Von deinen Aufgaben, nein, Aufgaben ist das falsche Wort, von deinen Beschwerlichkeiten, genau. Hey du, das ist der Labyrinth-Shop, aber es ist, tut mir leid zu sagen, wir wurden wir wurden vor kurzer Zeit ausgeraubt und es gibt hier nichts mehr zu verkaufen. Tut mir leid deswegen. Hey, du hast jetzt etwas ziemlich Cooles. Ein Polarstern und ein Feuerball. Wenn ich mich nicht vertue. Kann ich einen kurzen Blick auf sie werfen? Ja, von mir aus. Ich habe ihm den Polarstern gegeben und den Feuerball. Moment. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Egal, kann ich euch wenigstens das zeigen. Das hier ist eine der Waffen, die man kriegen kann. Und zwar die Snake. Und auf Level 1 ist die nicht so besonders. Ja, auf Level 2 und 3 kriegt eine höhere Reichweite. Und das halt toll an der Snake ist, man kann durch Wände schießen. Das ist ziemlich praktisch. Aber, das wollte ich nicht. Moment. Ja, Moment. Ja, jetzt seht ihr meinen tollen Hintergrund. Nochmal Cave Story Quit. Denn, also wer kann erraten, von was dieser Hintergrund ist? Denn ich will... Die Snake ist zwar cool, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Ich habe sie bisher noch nie benutzt, aber ich will eine andere Waffe haben. Deswegen lade ich den Spielstand nochmal. Denn wenn ich mir die Snake hole, habe ich einmal den Feuerball nicht mehr. Was eigentlich auch eine ziemlich coole Waffe ist, die ich noch behalten möchte. Und zum anderen kriege ich dann die Spur nicht mehr. Und die will ich haben. Die scheint mich echt geil zu sein. Okay, da hoch kommen wir nicht, da war ein Teleporter. Und dann haben wir das Maschinengewehr nicht, sonst können wir da hoch. Und der will uns um den Fireball, nicht den Fireball gehen. Der will uns um die Snake gehen. Na toll. Jetzt habe ich wieder Level 1. Konnte ich das Schwert gar nicht einsetzen. Egal, der gibt mir jede Menge Erfahrung. Spring noch. Dann halt so. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Ich arbeite mich einfach hier durch. Und man sieht schon, das neue Schwert, das bessere, macht noch mehr Schaden. 12. 18, egal. Ihr sollt aufhören, auf mich zu schießen. Sterbt lieber. Genau so. Das ist schön. Und gibt mir genug Kristalle, damit ich auf Level 3 komme. Denn Level 3 ist bei dieser Waffe auch ziemlich genial. Wenn sie denn richtig eingesetzt ist. Na, schade. Moment. Ja, irgendwie werden die nicht alle direkt aufgesammelt. Das Problem bei Level 3 an dieser Waffe ist, sobald ich einmal getroffen werde, bin ich direkt wieder auf Level 2 unten. Das ist halt ein bisschen schade, aber die Waffe ist echt übermächtig. Wenn sie denn auf Level 3 ist. Und ich meine, wenn ich einmal getroffen bin, kann ich sie auch schnell wieder auffüllen, denn Level 2 ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Wie man sehen kann. Ich mache die... Dankeschön! Ich bin mal wieder gestorben. Ich habe nicht auf meine Lebensenergie geachtet. Ich sollte mich vielleicht weniger treffen lassen. Klar, ich habe auch nur 11 Leben. Das ist doof. Moment, ich laber nochmal hier den Typen an, den der Shop gehört. Vielleicht hat er noch was anderes als die Snake für uns. Blablabla. Ihr wurdet ausgeraubt. Ja, ich weiß. Naja, blablabla. Nein, du darfst nicht auf sie dann gucken. Na, okay. Er hat nichts anderes für uns. Er hat später noch was für uns, wenn wir dann die andere Waffe bekommen haben. Soweit ich weiß. Sterbt. Die trifft mich diesmal nicht. So. Raketen kann ich bestimmt gebrauchen. Oh, Level down. Egal, direkt wieder Level up. Kein Problem. Ihr komischen Käfer. Ich habe schon wieder vergessen, wie ihr heißt. Der eine Typ hat es mir erzählt, aber... 6 Lebenspunkte. Okay, ich versuche mal, die Viecher da unten zu töten. Vielleicht geben die mir noch Leben. Das wäre äußerst praktisch. Dann kann ich länger überleben. Nein, du sollst nicht springen. Du sollst einfach nur sterben. So gepflegt. Wenn es recht wäre. Moment. Ich muss hochspringen, dann treffe ich dich auch. Was soll's. So, nein. Ich lasse mich natürlich stattdessen treffen. Einen Lebenspunkt noch. Ja komm, töte mich. Das hat keinen Zweck. Es wäre irgendwie schön. Haben die hier ein Bett? Nein, ich sehe kein Bett. Schade, weil an einem Bett könnte ich meine Lebensenergie auch aufladen. Ich könnte zwar jetzt den Lebensenergietrank da benutzen, aber das will ich nicht. Den will ich mir aufheben.
denn den kann ich bei Bossen später garantiert gebrauchen. Also, na, däh! Warum stirbst du nicht bei einem Schlag? Irgendwie ist das Level 1 Messer stärker oder so, habe ich zumindest den Eindruck. Was eigentlich nicht sein kann. Oder gehst du etwa durch die Feinde durch und hast dann irgendwie nicht mehr so viel Schaden bei den Feinden, die danach kommen. Egal. Stirb doch, stirb. Und du auch. Und diesmal hast du mich von euch nicht treffen. Nein, doch, leider. Ah, Lebensenergie. Und so. Du stirbst auch da unten. Dich habe ich nicht übersehen. Das ist fies. Hey, ich habe wieder 23 Leben. Okay. Das ist ziemlich fies. Die fallen runter und sterben nicht sofort. Und dann sieht man eventuell andere nicht, die sich da noch verstecken. Moment, ich bin hier gestorben, ne? Aha, aha, aha. Hier, da sieht man das. Die fallen erst runter und dann explodieren die. Ja, was hat denn das vielleicht für eine kurze Reichweite? Ich traue dir nicht so. Stirb. Und ihr trefft mich auch nicht. Ausgewichen. Sehr schön. Sehr schön. So. Bin ich nicht gut? Bin ich nicht toll? Diesmal wieso gehst du von der Tür weg? Ich dachte, du bleibst da stehen. Aber egal. Genau, gib uns Erfahrungskristall und Level 3. Ja. Und King, sein Geist. Und die Waffe ist ziemlich cool. So sieht sie natürlich jetzt nicht besonders aus. Also, man kann sich schon denken, die macht heftig Schaden. Aber wenn King irgendeinen Gegner trifft, kann er durch die Wände. Nein, kann nicht durch die Wände. Egal. Zeige ich gleich, was passiert, wenn er einen Gegner trifft. Ein Camp und zwei Frösche. Und ich kann speichern. Das ist sehr gut. Ja, ich möchte speichern. Ja, ein Frosch. Ich bin ein Doktor. Hier, lass mich deine Lebensenergie wieder auffüllen. Dankeschön. Oh, nein, nein, nein. Keine Gebühr. Keine Sorge. Dafür als Gegenleistung gibt es etwas, das ich dich bitten würde. Es gibt eine alte Klinik hier in der Nähe. Gehe und sieh nach, ob nicht irgendwo Medizin übrig ist. Wir haben den Klinikschlüssel bekommen. Wer liegt da? Das ist Curly. Oh, hey. Ich hab dich eine Zeit lang nicht gesehen. Also ist lange her. Siehst gut aus. Die Hexe hat dich auch hier runtergeworfen, nicht wahr? Das gleiche wie ich. Du warst also nicht in der Lage, sie zu besiegen. Ich hatte eigentlich Hoffnung für dich, aber... Und ich? Ich habe es versucht. Aber sieh nur, was aus mir geworden ist oder wo ich gelandet bin. Und all das für nichts. Am Ende konnte ich doch keines von diesen Kindern beschützen. Die Verfassung, in der ich jetzt bin, werde ich nicht bald hier rauskommen. Bist du ein Freund von hier? Ja, Bekanntschaft. Ich habe zwar ihre Unterwäsche, aber wir sind nur eine flüchtige Bekanntschaft. So. Wenn du dich um sie kümmerst, oder wenn sie dir etwas bedeutet, dann empfehle ich dir, dass du das machst, was der Doktor sagt. Und ja, das werden wir jetzt auch machen. Ich speichere nochmal. Ja, ich möchte speichern. Bitte, bitte, bitte. Und dann suchen wir mal die Klinik. Denn mit der Medizin, die wir da finden, können wir sie auf die Beine bringen. Hier sieht man. Ja, nein. Ja, hier sieht man auch, wenn ich einmal getroffen werde, geht sie wieder runter. Aber man hat hoffentlich auch gesehen, wenn King einmal trifft, wenn ich ihn einsetzen kann, kommen noch mehr von diesen, er tut hier so, als würde er dann mit seinen Krallen um sich schlagen oder mit seinem Schwert, das er nicht mehr hat. Oder das Schwert, das seine Seele trägt. Und wenn er einen Gegner trifft, dann kommen noch mehr davon. Und wenn jede Menge Gegner auf dem Bildschirm sind, dann kann das zu einer richtigen Kettenreaktion führen. Hier sieht man das so ein bisschen. Um ihn herum überall diese Schnitte. Wenn da noch mehr Gegner sind, ist es genial. Nicht ausweichen. Du böses Vieh. Und nein, da komme ich nicht hoch. Oh, das war doof. Da war irgendwas. Hier muss ich später nochmal hin. Oder? Da komme ich auch nicht hoch. Na toll. Hier muss ich nochmal hin, wenn ich den Booster habe. Hier konnte ich nämlich, als ich das erste Mal hier war, hatte ich ja die Maschinenpistole und damit konnte ich da hoch. Ja, euch nervt das wahrscheinlich. Immer diese Maschinenpistole. Aber die ist halt toll. Nicht so toll wie die anderen Waffen. Okay, ich hatte die Größe in Erinnerung, aber egal. Da steht nichts. Oder eine Kiste. Mal sehen. Cure All. Eine Medizin für alles, die alles heilt. Was zur Hölle? Ein dunkler Balrog. Wow. Wie man sehen kann, King macht richtig viel Schaden. Wo ist da? Ja, aber jetzt habe ich leider King nicht mehr, aber trotzdem mit dem Schwert kann ich immer noch so viel Schaden machen. Du sollst sterben. Geh weg. Ja, bin ich froh, dass ich das Schwert habe. So. Dann ist da und... Was ist das für ein Vieh? Das ist nicht Balrog. Das ist ein dunkler Balrog, aber... Woher kommt der und was macht er hier? Und warum? Oh Gott, oh, ich habe nur noch 5 Leben.
Ach, das war knapp gut. Okay. Was war das? Ich will wissen, was das war. Egal. Gehen wir wieder raus. Und die Gegner sind wahrscheinlich alle wieder da. Natürlich sind sie alle wieder da. Okay, ich muss jetzt irgendwie in die Klinik, ohne mich treffen zu lassen. Scheiße. Okay, dann kann ich dich zumindest schon mal besiegen. Dich auch. Ja, gut. Dann, ich muss mich irgendwie in die Klinik, ohne mich treffen zu lassen. Dann kann ich mich wieder aufladen lassen. Das wäre jetzt irgendwie ziemlich cool. Ja, dort ist auch noch eins, ne? Ah, Lebensherzen, gut. Du, stirb, 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 stirb. Ah, gut. Ja, Level 1. Gut, gib mir mal die Kristalle. Ich darf das nicht treffen lassen, das wäre sehr schlecht. Und gehen wir mal da rein. Oh, sorry, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Oh, ich bin ein Doktor. Hier, lass mich deine Lebensenergie wieder auffüllen. Gerne doch. Und wir geben ihm beim für im Gegenzug dieses Allheilmittel. Oh, du hast es gefunden. Vielen, vielen Dank. Lass mich einfach den Rest erledigen. So. Ja, mach auch. Bin ein Doktor. Bla, bla, bla. Okay. Okay. Gute Arbeit. Du hast nicht irgendwelche Geister gesehen, oder? Es war also ein Geist. Ein Geist von Balrog. Sehr interessant. Das ist das legendäre Labyrinth. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es ist anscheinend die Müllhalde dieser Insel. Es gibt nur einen Weg nach draußen. Du musst an dem riesigen Felsen vorbei, in der Felsenkammer. Ich würde mit dir gehen, aber in dem Status, in dem ich bin, in der Verfassung, in der ich mich befinde, wäre ich dir bloß im Weg. Arme Curly. Egal. Ja, ich denke mal, ich speichere jetzt hier und dann höre ich für heute auf. Also mit dem Let's Play. Und ich mache dann mal morgen weiter. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich. Ciao.